Du triffst einen Bruder, eine Schwester, jemanden aus deiner Familie. Ihr gebt euch den Salam, umarmt euch und fragt nach eurem Wohlbefinden. Aber in diesem Moment versteckt sich Groll im Herzen. Diese kranken Gefühle dir gegenüber machen sich leicht bemerkbar. Du weißt nicht, wie lange diese Person diesen Groll dir gegenüber schon im Herzen trägt. Aber du bemerkst, etwas stimmt nicht. Wenn sie dir begegnen, tun sie so, als wäre alles in Ordnung. Am حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أطغانهم. Oder meinen etwa die, in deren Herzen Krankheit ist, Allah würde ihren Groll nicht an den Tag bringen? Allah subhanahu wa ta'ala bringt ihren Hass und ihren Groll zum Vorschein. Sie denken, sie könnten schauspielen und hier etwas vormachen. Allah azza wa jal wird den Groll in ihre Gesichter schreiben. Man wird es merken. Dafür braucht man keine großen Menschenkenntnisse, weil Allah der Ruhmreiche es offenlegt. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt es als eine Krankheit im Herzen. Krankheit im Herzen bildet sich immer dann, wenn man eine schwache Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala hat. Krankheit im Herzen können verschiedene Ursachen haben. Eine davon ist, wenn wir anfangen materialistisch zu werden, der Dunya hinterher zu laufen, gierig zu werden, Allah subhanahu wa ta'ala zu vergessen und Allah subhanahu wa ta'ala in unser Leben nicht einbeziehen. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاهُمْ. Und wenn wir es wollten, könnten wir sie dir zeigen, sodass du sie an ihren Merkmalen erkennen würdest. Und du sollst sie gewiss am Klang der Rede erkennen. Und Allah kennt euer Tun. Ob wir es selbst sind, die einem Bruder ein falsches Lächeln schenken oder uns jemand mit einem falschen Lächeln begegnet. Allah ist derjenige, der alle Formen der Falschheit kennt. Er kennt das Offene und das Verborgene. Auch ist er subhanahu wa ta'ala dazu imstande, unser wahres Gesicht, was wir verbergen, den Menschen offen zu legen. Wisse, liebe Schwester und lieber Bruder, du selbst musst es nicht hervorbringen. Und es muss auch keine andere Person sein, die dich entlarvt. Allah subhanahu wa ta'ala selbst wird es sein, der den Umstand schaffen wird, wo der Groll seinen Weg an die Oberfläche finden wird. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist so barmherzig mit uns, dass er uns immer wieder eine Chance gibt, uns zu verändern, Probleme anzusprechen und nicht ständig davon wegzulaufen. Kann es sein, dass du genau jetzt an eine gewisse Person denkst? Und meinst, diese und diese Person tragen Hass und Groll mir gegenüber? Und zuletzt waren sie auch komisch zu mir? Die Schwester gönnt mir nichts. Du sagst dir, Allah wird es dieser Person zeigen. Seid vorsichtig, meine lieben Geschwister. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht erlaubt, Vermutungen aufzustellen. Auch hat er azza wa jal uns nicht erlaubt, anhand von Gesichtszügen danach zu suchen und zu forschen, was ein echtes Lächeln ist und was ein falsches. Darüber zu grübeln, wer mir was vormacht und wer nicht. Nein, wir müssen von unseren Geschwistern das Beste denken. Manchmal hast du Freunde, Bekannte, die sagen Dinge, welche deine Gefühle verletzen. Du selbst sagst nichts dazu. Du trägst dann dieses Gefühl sehr lange mit dir. Denkst immer wieder an diese Worte. Es entsteht ein Riss in eurer Beziehung, aber du bringst es nicht zur Sprache. Was passiert, wenn man diese unschönen Dinge lange mit sich herumträgt? Shaitan wird genau das ausnutzen und Zwietracht unter uns schüren. Er wird unsere Gedanken kontrollieren und uns lenken. Wir werden Vermutungen aufstellen, schlechte Gedanken haben, lästern und anderen ein Fake-Lächeln schenken. Liebe Geschwister, wir sollten uns nicht zurückhalten und die Dinge in uns hineinfressen. Es ist ja auch das gute Recht unserer Geschwister, dass sie erfahren, wenn wir das Gefühl haben, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Oder wollen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Krankheit zum Vorschein bringt und sie bloßstellt? Oder noch schlimmer, wollen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie an Yawm al-Qiyamah vor der gesamten Menschheit bloßstellt? Sei liebevoll, offen und ehrlich zu deinen Geschwistern. Gehe auf sie zu und spreche das Problem an. Wenn jemand etwas gesagt hat, das deine Gefühle verletzt hat, du es aber für lange Zeit geheim gehalten hast, dann hast du zugelassen, dass sich Krankheit in deinem Herzen bildet.
Am Ende sind wir selbst die Leidtragenden. Und Yawm al-Qiyama werden vielleicht diese Geschwister auf uns zukommen und uns fragen, warum hast du das Problem nicht angesprochen? Warum hast du mir keine Nasiha gegeben? Willst du etwa, dass ich bestraft werde? Liebe Geschwister, für ein gutes Miteinander müssen wir einander helfen und uns das Beste wünschen. Und dazu gehört es eben, alles zu verhindern, was sich zu einer Krankheit in unserem Herzen entwickeln kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen.